Wir hatten noch in Bad Sachsa, als wir befreit wurden von den Amerikanern und der erste Bürgermeister dieses kleinen Ortes dann zu uns ins Kinderheim kam, das lag etwas außerhalb der Ortschaft. Und der kam dann frisch aus dem Konzentrationslager, war als Bürgermeister eingesetzt worden. Und ich sehe noch, wir wurden alle zusammengetrommelt und er stellte sich auf den Tisch. Da gibt es so ein Bild von Lenin, wo er dann also auch in Rednerpose zu sehen ist. Und so ähnlich erinnere ich mich an diese Situation. Und er eben auf ein leidenschaftliche ja, Laudatio auf unsere Väter hielt. Das glitt förmlich an uns herab. Also wir guckten uns etwas an, aber konnten eigentlich damit gar nichts anfangen und gingen sehr schnell zur Tagesordnung wieder. Meine Mutter erzählte es uns dann natürlich mehr im Detail und sicherlich löste das eine Betroffenheit aus, an die ich mich persönlich aber nicht mehr erinnere. Ich erinnere mich viel mehr, und ich glaube, das ist auch glaubhafter, dass für mich der Umstand, dass wir wieder alle zusammen waren, die Geschwister mit der Mutter, den Vater hatte ich ja nur sporadisch erlebt die Jahre davor, war so wichtig und so im Vordergrund, dass das Schicksal des Vaters für mich selbst zunächst eigentlich in den Hintergrund trat. Also das hat mich eigentlich dann erst sehr viel später beschäftigt. Aber unmittelbar, als wir damit konfrontiert wurden, hat es nicht den Eindruck gemacht, an den ich mich heute noch erinnern würde.